So, und jetzt kommen wir zum Spieler des Tages, präsentiert von Rewe. Und das ist heute The Wall. Heute war er wirklich fast nicht zu überwinden. Unsere 12 im Tor, Andreas! Palle. Sprechen wir zuerst über das Spiel heute gegen den SC Magdeburg. Zweimal habt ihr jetzt gegen die Jungs gespielt, innerhalb von nur wenigen Tagen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Also heute war es einfach, um so viele Kräfte wie möglich zu finden. Ja, wir sind ja eine richtig, richtig müde Truppe nach dem Pokalsieg. Aber ich finde, es war herausragend, wie wir aufgetreten haben heute. Und besonders Sie alle Fans hier, vielen, vielen Dank. Wir haben eure Unterstützung wirklich gebraucht und gespürt. Vielen Dank für das. Jetzt kann ich dich ja eigentlich nicht fragen, wie sich das angefühlt hat, zum ersten Mal den Pokal zu holen, denn du hast ihn schon mal geholt mit dem THW. Aber trotzdem, wie war dein Wochenende in Hamburg? Wie war es, den Pokal mit den Löwen zu gewinnen? Ganz ehrlich, jetzt hört das sich komisch an. Das war komisch, weil wir waren so fokussiert. Also schon am Samstagabend lag ich im Bett mit Migräne, weil das so eine mentale Anspannung ist. Und ja, dann haben wir kurz, also nicht gefeiert, aber wir kurz zusammen gegessen danach. Wir waren natürlich alle richtig, richtig glücklich, aber ich habe noch nie so eine ausgepumpte Truppe in meinem Leben gesehen. Und wir wussten ja, dass heute geht es um die Meisterschaft. Und ja, wir waren glücklich, aber konnten das leider nicht so richtig feiern. So kann man sagen. Aber trotzdem, der Titel mit dem THW damals war ja einer von vielen Pokalsiegen. War es noch mal ein bisschen emotionaler mit so vielen geilen Fans mit dabei, die mit in Hamburg gewesen sind? Also die haben uns ja getragen. Wir haben eine gelbe Wand da zwei Tage gehabt, was uns also wie heute, also wir haben das so gespielt auf dem Feld und wir stehen alle zusammen als eine Truppe, Fans und Mannschaft und das ist echt, echt cool. Okay. Vielen, vielen Dank, unser Rewe-Spieler des Tages, Andreas Palika. Sauber, Palle.